Herzlich willkommen hier auf Schattenwolf. Marius ist hier, ich bin hier. Zwar hier ist digital gemeint, aber wir sind da. Ich werde immer wieder mal so zur Seite gucken, weil Marius bei mir da auf dem Monitor ist. Und wir haben heute was Filmisches vor. Wir wollen mal wieder ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr Film-Content machen, hier auch auf unserem wundervollen Zweitkanal Schattenwolf. Und heute haben wir uns überlegt, wir machen das neue Format von Tier zu Tier. Ganz, ganz lange haben wir an diesem Namen gefeilt. Die letzten sieben Sekunden. Richtig. Wir werden nämlich so einen Tiermaker benutzen. Es wurde noch nie auf YouTube gemacht, habe ich gehört. Wir sind die allerersten, die das machen. Und wir werden Marvel-Helden, die verschiedensten Marvel-Figuren, in fünf verschiedene Tiers packen. Marius, du siehst das ja genauso wie ich auch, ne? Wir haben von Legende über geile Sau, was natürlich nicht oberflächlich gemeint ist, sondern ja. Männer, Frauen und Monster können geile Säue sein und auch Tiere. Durchaus cool, Mittelmaß und langweilig. Wir könnten auch noch ach, das passt schon, fünf sind genug, oder? Ja, das passt. Wie machen wir das denn? Gehen wir rein MCU-mäßig vor oder sagen wir auch, okay, aber in den Comics oder in der Serie und der Serie war diese Person schon cooler? Also ein allgemeines Ranking für den... Erstmal die Frage, hast du alle MCU-Filme gesehen? Mir fehlt einer, ne? Mir fehlt Captain Marvel. Ja. Ich glaube mittlerweile, dass ich alle gesehen habe. Also ich muss ehrlich sagen, dass sowas wie Iron Man 3 zum Beispiel ist bei mir ewig her. So, ich kann mich ganz, ganz schlecht nur an den Film erinnern, aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle gesehen. Ja. Ich habe dafür Civil War 2 gelesen und da ist Captain Marvel auch sehr präsent drin. Also. Ja, machen wir so halb-halb. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ja. Ne? Wir müssen ja auch nicht Reihe um. Ich würde dir jetzt einfach mal den Vortritt überlassen. Pick doch mal einen aus dieser Liste. Okay, fangen wir doch mal ganz cool an und nehmen Iron Man. Iron Man? Ja. Iron Man ist für mich ganz oben. Ganz, ganz oben? Da ist bei mir nicht ganz so oben. Also, nicht ganz, ganz oben bei mir. Ich würde den auf die zweite Stufe setzen bei mir. Also du meinst wirklich hier Iron Man als Figur auf geile Sau? Ja. Yeah. Und also nicht auf Legende, obwohl er das MCU quasi angekickt hat? Es ist finde ich, mit der beste MCU-Film. Mhm. Aber im Laufe der Films, und jetzt werde ich gesteinigt, geht mir manchmal Tony Stark so ein bisschen auf den Sack. Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Gibt es hier Tony Stark auch einzeln? Nein, es gibt wirklich nur Iron Man. Also das heißt, ich muss Tony Stark da mitberechnen. Dann bin ich dann doch tatsächlich bei dir, dass ich den auch eher auf geile Sau als auf Legende packen würde. Aber das ist bei mir nuanciert. Also der gehört in beide. Der könnte durchaus höher sein. Aber Iron Man 2 und 3 sind halt echt keine allzu starken Filme. Ja. In Civil War, also im Film, gefällt er mir schon besser. Ja. Okay, also sind wir uns einig mit geile Sau. Möge Tony Stark in Frieden ruhen. Spoiler. Es wird Spoiler geben, natürlich so kleinere Spoiler. Also MCU, alle Leute, die das MCU jetzt erst noch kennenlernen wollen. Sorry for that. Ich will mal, dann mache ich mal weiter. Ich will mal jemanden nehmen, den wir sonst so nicht als erstes auf dem Zettel hätten. Mhm. Was ist mit Tilda Swinton, die Ancient One, die älteste. Dr. Strange. Dr. Strange, genau. Die gute Tilda ist sowieso immer eine Bank im Schauspiel. Mhm. Und ihre Rolle war schon cool. Also diese quasi Gelassenheit, ne? Dieses Vergeistigte, das war schon. Ja, diese Mentorenrolle, die Dr. Strange in die Magie eingeführt hat. Ich finde auch Tilda Swinton immer cool. Ja. Auch dieses Geschlechtlose und Mystische, das hat schon was, ne? Ja. Ich bin aber trotzdem nicht überdurchaus cool. Ich finde sie auch so ein bisschen langweilig, ne? Ja, also es ist halt so ein Side-Character, ne? Mhm. Dafür ist es cool. Ich würde es auch in den mittleren Tier legen. Ja. Durchaus cool, also da sind wir uns einig, durchaus, ne? Durchaus cool, ja, genau. Okay, wen nehmen wir als nächstes? So, bleiben wir doch mal in der Abteilung von Iron Man. Wenn ich es richtig sehe, haben wir auch War Machine da. Hier, ne? Der vierte. Genau. Ja. War Machine, das ist so eine schwierige Sache. Ja. Ich mag ja den Darsteller eigentlich sehr, Don Cheadle. Den finde ich ja eigentlich recht sympathisch. Den zweiten schon, ne? Das ist ja der. Ja. Ich weiß nicht, wie hieß der Darsteller im ersten Teil? Das müsste ich nachgucken sogar. Das haben sie ja. Ich weiß nicht mehr die Gründe, weshalb sie den Darsteller gewechselt haben. Ja. Ich finde War Machine als Rolle an sich immer ist so ein bisschen
bisschen so Stock im Arsch. Also ein bisschen so der Spaßbremse auf jeder Party. Ja, bin ich bei dir. Also, Erinnerst du dich an die Szene, ich weiß, ich habe gerade ohne Scheiß vergessen, welcher Film es war. War es Civil War, wo War Machine da so liegt und am Sterben ist? Und ich dachte mir einfach so, ja, gut. War es nicht Endgame? War es Endgame? Wo er vom Himmel droppt? War es der? Ich bin mir gerade, sorry, das ist jetzt peinlich, aber ich bin mir gerade nicht mal sicher. Ja, aber zeigt ja auch einfach nur, ist einfach nur so ein Nebencharakter und das war auch so ein Move, der ist nicht weit genug gegangen. Also sie hätten ihn da durchaus sterben lassen können, um das mal aus dramaturgischen Gründen. Ja, sorry, es war Endgame, definitiv Endgame. Ja. Oder da, ja. Für mich also, wirklich fast schon ganz unten. Echt? Ja. Also im ersten Teil ist er noch ganz cool, wenn er da in Tony Starks Garage steht und sieht quasi so die War Machine Rüstung da stehen und sagt so, beim nächsten Mal. So, ja. Das ist, glaube ich, so der coolste Moment. Ist aber auch traurig, dass das sein coolster Moment ist. Einigen wir uns auf Gabe. Komm, ja, dann ist er im Gabe-Bereich. Ist er im Gabe-Bereich. Im Mittelmaß-Bereich, ja. schon lower, ja. Ja. Dann bin ich wieder dran. Mhm. Ich versuche mal, was Kontroverses zu finden, wo wir vielleicht komplett unterschiedlicher Meinung sind. Du hast ja gesagt, du hast jeden MCU-Film. Ich glaube, du hast einen vergessen, den du noch nicht gesehen hast. Den aktuellsten, richtig. Den aktuellsten, Black Widow. Was würdest du denn da sagen? Ach, Black Widow. Ich weiß nicht, ich konnte nicht so viel mit ihr anfangen, immer. Weil sie halt auch, sie kann gut kämpfen und sowas, aber ich finde, ich fand immer, auch schon immer als Kind interessant, wenn Superhelden irgendwelche geilen Kräfte hatten und sowas. Also Mutationen waren immer ganz top bei mir, also Spider-Man und sowas. Und wenn sie halt so cool sind wie Batman. Aber Black Widow, immer mit diesem Scherengriff da. Dieses Rumgepose, ne? Ja, also, ach, ich weiß nicht. Sie ist schon in Ordnung. Sie ist schon in Ordnung, aber... Weißt du, was mich immer an der Figur gestört hat? Diese total reingezwungene Liebesbeziehung mit Bruce Banner. Diese Liebesgeschichte, die fand ich so affig. Immer. Das war weird, hat mich nie abgeholt. Wo würdest du sie einordnen? Mittelmaß. Bei Gabe. Ja. Ich würde dir nämlich sagen, dass seit dem Film Black Widow sie mindestens ein Tier bei mir drüber ist. Okay. Nämlich sogar, also ich bin immer noch schon eher so bei durchaus cool, aber vorher hätte ich dir voll zugestimmt mit Mittelmaß. Okay, dann würde ich noch einen Bonus geben für, weil sie in den Comics ja auch mal auf der bösen Seite war und dann gewechselt ist. Das hat sie schon cool gemacht. Da gibt es ja auch demnächst ein Special auf CSB und da fand ich sie schon ganz cool. Also gehen wir auf durchaus cool. Ja, durchaus cool, durchaus cool. Okay, was haben wir noch? So, ich bin dran, ne, mit Picking. Ja. Okay, nehmen wir doch mal, wie wäre es mit Black Panther? Mit Black Panther, wo ist er? Ja. Da ist er. Ja. Mag ich ja sehr. Ja. Kannte ich vor dem Film tatsächlich nicht so viel von im Comic-Bereich. Mhm. Hat der überhaupt eine Zeichentrickserie oder sowas mal bekommen? Das weiß ich gar nicht. Der war in Zeichentrickserien zu sehen, ja. Ich weiß nicht, ob er eine eigene hatte, der glaube ich nie, aber ja. Also da war es schon ganz cool. Also er ist auf jeden Fall schon mal über dem Mittelmaß. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hätte ich auch rebelliert sonst. Der Anzug ist cool, auf jeden Fall. Der Kampfstil. Der Kampfstil ist auch schon nice. Der gesellschaftliche Wert, den er mit sich trägt. Ja, genau. Die Power und dass er halt so seine Macht wieder erstreiten muss in seinem Film. Ich plädiere ja ganz ehrlich für geile Sau. Ja? Ja, also da würde ich. Ich würde ihn nicht auf Legende stellen, dafür ist er mir zu wenig präsent insgesamt, aber geile Sau ist schon eine gute Sache. Machen wir das doch. Ja. Der ist jetzt auf einer Stufe mit Iron Man, ne? Das ist schon heftig. Also ich glaube, viele würden uns da auch gar nicht zustimmen da draußen, aber. Aber es zeigt nicht so ein Bild ab, oder? Also, wenn Black Widow jetzt nicht einen eigenen Film hätte. Bisher zeichnet sich das Bild ab, dass wir Männer über Frauen reden. Ja, da haben wir aber bestimmt noch was Cooles. Ja. Hoffe ich. Okay, du hast einen Pick. Ich habe einen Pick. Yes. Okay, nehmen wir doch wirklich, dass wir das mal hinter uns gebracht haben: Captain Marvel. Okay, Habe Captain Marvel gesehen. Ja. Du warst nicht begeistert, wenn ich mich recht entsinne. Und ich würde wirklich, wirklich, so leid es mir tut, Captain Marvel auf. Das wäre für mich das erste Grüne. Oh, okay. Bei langweilig.
in Civil War 2 ist sie auch einfach nur annoying. Also, ich teile nicht ihre Einstellung in diesem Comic und deswegen, nee. Ja. Ich finde aber auch, ich habe so ein paar Comics gelesen, wo sie auch vorkommt, und ich fand sie auch da schon als Figur nicht so spannend. Vielleicht ist mir was entgangen. Das hier ist ja auch, sollten wir vielleicht auch noch sagen, dieses Geranke ist natürlich super subjektiv, fun, ne? Ja, es ist einfach nur fun, genau. Welcher Film war das, wo einfach gesagt wird, ja, die kann gerade nicht? So als Ausrede. Ja, ja, absolut, ja. Die ist gerade beschäftigt, ja. Ja, allein deswegen, ab nach unten, was gibt's Wichtiges, als die Welt zu retten? Für mich ist sie wirklich, so leid es mir tut, ganz unten beheimatet. Nehmen wir den nächsten. Okay, nehmen wir doch mal Groot, wie wär's mit Groot? Und zwar welchen? Den erwachsenen Groot. Den normalen Groot. Den normal Groot. Links. Gibt's drei Groots, stimmt. Baby Groot, Jugendlicher Groot. Achso, Teenager Groot und Teenager Groot. Komm, wir machen die alle drei. Ja, kann man gleichzeitig. Ja, also Baby Groot, finde ich, der hat halt genau wie in Mandalorian halt, ne, cute und bla bla, und das Merchandise-Ding schlechthin ist ja auch recht cute. Mhm. Und muss schon sagen, ne, also dieser Moment im Film, wenn er dann so alle unter seinen Pflanzen Auswuchs holt, um sie zu schützen und so. Das ist sehr süß, ja. Und Vin Diesel auch da quasi Familie verkörpert, Vin Diesel spricht ja, im Jahr. Stimmt. Also, das ist schon ein guter Moment, ja, genau. Ich würde ihn schon als coole Sau einsehen. Vielleicht ein bisschen overused, was die Cuteness angeht. Das war so, macht's nicht zu viel in Guardians of the Galaxy mit den Cute-Sachen. Also ich würde Baby Groot, ich sag dir mal gerade, wie ich die drei einordnen würde. Ich würde Baby Groot persönlich auch durchaus cool packen, weil mich das auch irgendwann so ein bisschen, das haben wir so ein bisschen zu overhypen, dann werde ich schnell so anti. Teenager Groot fand ich einfach extrem witzig. Hat so meinen Humor relativ gut getroffen, da würde ich den auf geile Sau packen. Und der erwachsene Groot, der Groot, da bin ich echt irgendwo zwischen geile Sau und Legende. Ich finde Groot schon echt fantastisch, aber vielleicht verdient der das Legende nicht. Das wäre schon krass, wenn Groot Legende wäre, aber Iron Man ist es nicht. Ja, absolut. Boah, ob überhaupt irgendjemand Legende wird? Doch, es gibt es. Ich habe potenziell Legendendinger. Müsste. Ja. Ich würde ihn dann, komm, also ich würde den erwachsenen Groot auch schon bei coole Sau reinpacken. Und die anderen beiden vielleicht einen drunter. Und Teenager Groot auch bei durchaus cool. Ja. Ja, Teenager Groot ist doch auch nicht so lang. Wir reden da doch so von ja, das stimmt. Ein, zwei Szenen oder so, ne? Ja, wirklich, ist so viel gibt's da nicht. Da sitzt er immer so Teenager-mäßig rum, ja. Ja, erneut so von den Erwachsenen. Ja, nee, dann gehört der zu durchaus cool. Ja. Wer ist denn dein Pick? Ich bin dran, dein, ne? Dein Pick, genau. Okay. Nehmen wir ganz provokant Thor. Thor? Oh, schwierige Sache. Ich habe die drei Thor-Filme jetzt vor kurzer Zeit nochmal alle direkt hintereinander geguckt. Und ich muss sagen, Thor 1 ist nicht gut gealtert, finde ich. Ich finde, das ist wirklich kein so toller Film. Ich finde auch, so sehr ich Natalie Portman auch mag, ich finde auch diese gesamte Figur auch so langweilig in dieser gesamten Trilogie. Und das sage ich halt als jemand, der nicht genug nordische Mythologie bekommt. Ich finde diese ersten zwei Thor-Filme wirklich nicht besonders gut. Thor Ragnarök, also hier, wie ist der in Deutschland? War and Thunder? Tag der Entscheidung. Tag der Entscheidung, so hieß der. War and Thunder ist der vierte, ne? Ja, Tag der Entscheidung war der dritte Titel. Ja, furchtbar. Völlig klar für mich, warum viele damit nichts anfangen können. Natürlich ist das total albern, aber ich hatte Spaß mit dem Film. Also irgendwo bei mir in der Mitte. Ich finde Thor so schwierig, weil in Endgame und so, das ist natürlich sauwitzig. Ich finde so manches von dem gehört so in Mittelmaß, ein anderes in geile Sau-Legende. Ich finde halt, Thor ist ein ziemlich krasser Sympathieträger, weil er halt, ne, auch diese Down-Phase hat, auf jeden Fall, wenn er sich gehen lässt. Und Chris Hemsworth, ne? Ja, genau. Ja, Chris Hemsworth ist großartig. Ja. Aber ich sehe es genauso mit den ersten beiden Filmen, und beim dritten habe ich nichts erwartet. Und es war ein lustiger Film, nicht ganz der Planet Hulk-Film, den ich erwartet habe. Ja. Ich würde ihn. Chris Hemsworth Bonus, coole Sau. Ja, geile Sau. Chris Hemsworth Bonus. Ja. Okay, gut. Damit kann ich leben. Ja. Hättest du ihn sonst runtergerankt? Wegen den ersten zwei. Ich hätte ihn jetzt eher so weit durchaus cool gepackt, aber ich kann auch mit geile Sau leben. Ich finde auch die vier da oben, das sind tatsächlich so mit meine Lieblingsfiguren bisher im MCU. Ja. Wir nehmen jetzt nächstes. Ich will nur kurz da noch. Thor kann auch nichts dafür, dass die Filme so scheiße sind, weil vor allem die Sidekicks so kacke sind. Das hier, stimmt. Natalie Portman, was ist das?
Assistentin, ja. Kollegin, super nerviger Sidekick. Auch hier die aus, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, die aus Two Broke Girls. Ja, genau die. Die halt auch in WandaVision dann vorkommt. Ich fand die schon immer, diese gesamte Figur, Kat Dennings heißt die, hab's gerade gegoogelt. Ja. Ich finde die echt nicht gerade meine Lieblingsfigur. Ich finde die wahnsinnig nervig. Wen haben wir noch? Sollen wir direkt mit Loki weitermachen? Ja, komm, dann hauen wir das mal passt. Loki rein. Ja. Ich warte noch, dass ich endlich anfange, diese Serie zu gucken, aber ich mochte Loki immer. Ich eigentlich auch. Groß mal, der aber auch mal eins draufkriegt. Tom Hiddleston ist super. Tom Hiddleston auch wieder ein krasser Sympathieträger. Mhm. Eigentlich müsste man, du hast Loki gesehen, ne? Ja. Und du kannst es ja auf jeden Fall empfehlen. Wäre es fast schon Legende, weil er einfach so ein Anti-Held auch ist. Wirklich, Loki-Legende. Oh, krass. Über Iron Man und Black Panther und Thor und Groot. Weil er halt diese düstere Seite hat. Und Iron Man ist halt ein Großmaul, aber oh, er ist so gut und er stirbt über mehrere Filme. Das ist so lang. Ich bin bei dir. Ich finde zwar krass, ich hätte das jetzt nicht erwartet vor dem Dreh, aber machen wir's. Komm, dann nehmen wir Heimdall hier direkt als nächstes. Idris Elba, okay. Wo wir doch schon bei Thor sind. Finde ich persönlich ja super langweilig. Ja, hätte man eigentlich auch irgendwie mehr rausholen können aus dem Typen. Ich würde den fast schon ins Mittelmaß ein. Auch hier der Darsteller super Sympathieträger, aber diesmal reicht es irgendwie. Ja, nicht. Idris Elba ist natürlich ein großartiger Darsteller, kein No Hate, aber ich finde die Figur Heimdall auch wirklich relativ langweilig, um ehrlich zu sein. Ich bin da bei dir. Ich würde den auch eher beim Mittelmaß einordnen. Okay, Marius, jetzt aber. Wen als nächstes? Okay, sehe ich das richtig, dass wir hier den Hulkbuster haben? Ja, ich glaube, das ist der Hulkbuster hier, ja. Okay, also dann steckt da jetzt aber Tony Stark drin oder steckt da jetzt Bruce Banner drin? Weil er nicht in den Hulk. Was nehmen wir? Oder ist einfach nur bewertet die Rüstung? Boah, David, das ist tatsächlich so einer von zwei Figuren hier, wo ich so ein bisschen überfragt bin. In welchen Filmen kommt er nochmal so richtig vor? In Age of Ultron, ne? Ja, und da dann, wo Hulk Amok läuft. Dann kommt der Hulkbuster raus und dann in Endgame nach Thor 3 trägt Bruce Banner den Hulkbuster, weil er es nicht hinbekommt. Ja, also ich finde Mittelmaß. Ich würde es auch Mittelmaß nennen. Okay. Ich war auch ein bisschen entsetzt, dass es halt eine Rüstung gibt, die halt den Hulk besiegt. Der ist ja verprügelt vorher Loki und sowas. Und dann Tony Stark, wo wir wieder bei so einer negativen Seite von ihm sind, so, ja, der hat einfach die Power, die Zeit, diesen Hulkbuster zu entwickeln, der dem einigermaßen standhält. Ja, Mittelmaß. Ist halt Technik. Okay, dann machen wir doch mal weiter mit Captain America. Oh, Captain America. Als es losging mit MCU, war das so, Captain America wird für mich der langweiligste von allen sein. Aber ich finde auch, dass er ein super guter Sympathieträger ist. Und halt Civil War ist einer, Winter Soldier ist einer der besten Marvel-Filme, finde ich. Und deswegen ist ja auch eine Legende. Also da muss ich auch sagen, klar, die Figur ist vielleicht ist schwierig, aber ich finde den wenn ich an Captain America denke, denke ich an so viele witzige Szenen, auch in Endgame beispielsweise mit der Nice-Ass-Szene oder wie auch immer das hieß und Hail Hydra, das ist sehr witzig. Ja. Ich mag Chris Evans total. Es ist Captain America und die Figur muss halt so sein, wie sie ist, finde ich. Schwierig. Ich will auch nicht mit zweierlei Maß messen, aber bei mir ist da irgendwo zwischen geile Sau und Legende. Ja, ich eigentlich auch. Ich mag ja sogar den ersten Captain America, ne? Ich mag den Film. Ich finde das Setting halt interessant. Ich finde, man hätte einfach noch mehr diese Hydra-Keule noch weiter ausholen können. Noch ein bisschen krasser machen können. Ja, aber du hast recht. Also, der zweite ist wirklich einer der besten MCU-Filme überhaupt. Ich finde halt, Chris Evans hat auch so eine krasse. Also, ich fand ihn halt super scheiße in Fantastic Four. Also, seine Rolle geschrieben, ne? Nicht wie er darstellt, sondern so ein nerviges Blag als menschliche Fackel. Und da, spielt er halt so einen Sympathieträger und zeigt halt, dass er Sympathieträger spielen kann. Für mich klingt es nach Legende. Ja, ist eine Legende. Komm, packen wir Captain America auf Legende. Verrückt, das sind alles so Dinge, die ich nicht. Ich hatte echt festgerechnet, damit gleich, dass Iron Man irgendwie der Einzige da oben bei Legende bleiben wird. Tja, sollen wir dann mit Winter Soldier direkt weitermachen? Ja. Winter Soldier ist keine Legende für mich. Ich muss sagen, ich habe Falcon and Winter Soldier noch nicht gesehen. Ich teilweise, ich habe 3-4 Folgen gesehen, muss ich sagen. Ich finde ihn so sympathisch. Ich fand immer seine Fähigkeiten ein bisschen lame. Also das ist so.
als Figur, als Comicfigur so ein bisschen, ja, der Arm halt. Also ich finde die kämpfen. Figur interessant, ich finde den Film total geil. Für mich ist das eine geile Sau. Ja, also passt. Dann einigen wir uns darauf. Sollen wir dann direkt mit Falcon weitermachen? Dachte ich mir auch. Ja, jetzt muss man vielleicht die Serie gesehen haben, aber ja. Falcon ist für mich so der C-Kandidat unter den Avengers. Also so, ja, der Typ. Aber ich glaube, in der Serie wird das noch mal cooler. Ja, auf jeden Fall. Also da wird er natürlich, also in dem Teil, den ich gesehen habe, wird das noch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Man lernt ihn besser kennen und seine Familie und er wird interessanter und interessanter und er setzt sich für Captain America ein und was weiß ich nicht alles. Nichtsdestotrotz, anhand dessen, dass wir hier wirklich ranken müssen und ich halt bei durchaus cool Black Widow sehe und Baby Groot und so, für mich ist der eher beim Mittelmaß. Ja. Packen bei dir auch. Dafür werden wir Hate kriegen, aber das ist mir egal. So, da ist er jetzt. Wen nehmen wir als nächstes? Wer ist mit Rocket Raccoon? Ja. Für mich zu... Vielleicht bin ich zu alt. Ich finde den oft too much. Mag die Figur aber. Ist natürlich auch total geil animiert. Stimme von Bradley Cooper ist auch super. An sich eine großartige Figur. Für mich manchmal aber too much. Ich würde ihn so ganz subjektiv in durchaus cool packen und nicht den geile Song. Ja, das stimmt. Er hat seine Momente, aber bitte nicht too much davon. Genau, der kann schnell nerven. Während ich so bei Captain America ist halt so Vanilla, von dem kriege ich nie genug. Also es gab nie irgendwie eine Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, Captain America nervt gerade. Aber Rocket Raccoon kommt das schon mal vor. Wir haben noch eine ganze Menge Guardians of the Galaxy. Ja, das stimmt. Das ist eine große Truppe. Komm, dann nehmen wir Drax. Ja. Oh. Ich würde so ganz super subjektiv, Drax fast schon Legende. Also ich finde den... Krass. Ich finde den auch super, aber ich bin eher bei geile Sau. Ja, dafür ist er dann aber halt nicht big enough im Gesamten. Dann geile Sau. Also können wir damit leben, mit geile Sau. Ja, es ist halt auch tragisch. Dave Bautista, ist ein großartiger Darsteller. Ne? Genau. Und so ein bisschen tragischer Hintergrund der Figur und sowas. Ja. Und immer gut für einen Witz, also ja. Können wir machen die Guardians of the Galaxy machen durch Guardians jetzt. Durch. Dann haben wir hier Yondu zum Beispiel. Von Zero to Hero eigentlich, ne? Ja, genau. Ja, dieser Stift. Ich fand ihn immer ein bisschen overpowered. Auf jeden Fall. Aber Michael Rooks Sau. Oder Rooker heißt der. Rooker heißt der Schauspieler, ne? Ist doch aus Walking Dead. Walking Dead, genau. Ja, der Bruder von Daryl, ja. Ja. Unter anderem. Ich mag den ja sehr, den Darsteller. Für mich ist aber auch Yondu mehr so irgendwo im Mittelfeld. Ja, durchaus cool, würde ich sagen. So, ich auch. Ja, auch nicht zu viel von ihm mit seinem fliegenden Zeichenstift. Ja, das stimmt. Dann lass doch weitermachen hier mit. Komm, machen wir Star-Lord. Als letztes machen wir doch hier Gamora. Gamora, ja. Oh, auch ein Charakter mit einem ernsten Hintergrund quasi, mit einem dramatischen Hintergrund. Ich finde sie, die ist schon eine coole Sau, weil die setzt auch durch. Ich finde auch. Ja. Ich mag auch die Darstellerin total. Ja. Wie heißt die denn nochmal? Zoe Saldana heißt die. Ja. Für mich auch eine geile Sau. Ja, pack sie rein, auf jeden Fall. Okay. Dann ihre Schwester, ne? Nebula. Ja. Oh, war mir manchmal ein bisschen zu nervig. Ja, auch. Mit ihrem, ich bin so evil und. Aber, wenn man sieht, was Thanos mit ihr gemacht hat, ist schon heftig. Ja. Aber auf keinen Fall auf Gamora-Status. Also, auf gar keinen durchaus Fall. Cool, würde ich sehr einordnen. Krass. Ich wäre eher bei Mittelmaß, aber ich könnte auch mit durchaus cool leben. Da gehört sie vielleicht eher hin. Also, eher durchaus cool. Ja. Okay. Mantis haben wir noch? Stimmt, da. Mantis, ne, heißt die. Puh. Ist halt auch so ausgelegt auf, ja, cute, naiv und ne, so ein bisschen in diese Ecke. Wenn ich mich richtig entsinne, ich kann mich nicht an so Highlight-Szenen mit ihr erinnern. Ich würde sie als Mittelmaß einnehmen. Die Szenen mit Drax sind halt ziemlich witzig, wie ich finde. Ja. Aber es ist halt auch so eine unbedeutende Figur, ne, wofür sie halt natürlich nichts kann. Ja. Aber bei mir auch so der Inbegriff von Mittelmaß, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Also ja, Mittelmaß. Rein damit. Okay. So, wen haben wir noch? Star-Lord. Star-Lord? Wer ist das? Ich erkenne es nicht. Wer ist das? Zweite von rechts. Zweite von hier das? Ja. Das ist Valkyrie aus Thor 3. Ach, jetzt, ich sehe das ja über den Stream, deswegen ist alles ein bisschen verpixelt. Ja. Dann nehmen wir Star-Lord. Ja, ich glaube, das ist der letzte hier aus Guardians.
Star-Lord. Chris Pratt. Noch ein Chris. Another Chris. Auch krasser Sympathieträger. Ja. Aber noch nicht Legende. Witzig. Ja. Witzig auf jeden Fall, aber nicht Legende. Also coole Sau. Also bei mir wäre er sogar noch drunter. Durchaus cool. Echt? Ja, ist jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsfigur. Wobei, ja doch. Geile Sau. Könnte ich mich mit arrangieren. Okay. Hat halt einen ganz guten Musikgeschmack, finde ich wieder. Das auf jeden Fall. Dann machen wir weiter. Ja. Wie wäre es denn mit dem Hulk? Komm, ganz normal, straight up Hulk. Wir haben auch mehrere Hulks, ne? Wir haben da quasi Professor Hulk, wenn ich das richtig sehe. Also quasi Professor Hulk, oder? Hier das, ja, genau. Und Bruce Banner an sich. Und Bruce Banner, ja. Ja, lass die drei hintereinander mal machen. Okay, also Hulk an sich habe ich auch als Kind. Gab es eine geile 90s-Zeichentrickserie vom Hulk, fand ich geil. Die fand ich richtig geil. Dann der erste Film wäre so lala, der zweite Film war auch so lala. Schade, dass er keinen eigenen richtigen MCU-Film hat. Also ich finde, der mit Edward Norton schwebt ja irgendwie so im Nichts im MCU. Mhm. Das stimmt. Schwierig auf jeden Fall. Man hätte mehr aus der Figur machen können, weil in den Comics gibt es schon geile Sachen mit ihm. Also bei Old Man Logan zum Beispiel. Auf jeden Fall. Ich finde eigentlich, dass die Figur Legende ist. Ja. Aber es gab auch oft Momente im MCU, wo er für so einen Slapstick herhalten muss, den ich dann so ausgelutscht finde. Hulk schlägt wieder. So dieser Gag ist so irgendwie so sehr overused. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch einfach im MCU auch eine legendäre Figur, ne? Ja. Eine ganz wichtige. Ja. Eine coole. Ja. Ich bin irgendwie, ich bin bei geile Sau persönlich. Ja, okay. Machen wir es dahin. Also ich halt so ein bisschen over. Ja, ein paar Kinder. Was ich immer ein bisschen da overranked finde, so bla bla. Wir haben den Hulk dabei. So, wir kämpfen gegen Ausländer. Ja, wir haben einen Hulk. Aber niemand hat jemals definiert, was Hulk ausmacht und was er wirklich kann und sowas. Ja. Es fehlt so ein bisschen. Was ist denn mit Professor Hulk hier? War schon witzig, ne? War witzig. Aber Professor Hulk geht auch besser, wie in den Comics. Ja. Ja, aber auch unabhängig von Comics. Also ich finde, man hat da einfach nicht so viel gesehen, dass man das jetzt schon so final beurteilen könnte. Der kommt ja dann. Ja, wo kommt der vor? In Endgame halt, ne? Kommt der noch irgendwo anders vor? Nee, tatsächlich. Nur im Endgame. Nur in Endgame, ne? Ich war gerade irgendwie Tor 3. Nein, ist er nicht. Das ist ja nur normal. Nein. Genau, da kann er noch nicht so viel. Ja, also entweder Mittelmaß oder durchaus cool, ne? Ich bin bei durchaus cool eher. Dann pack ihn dahin. Da kann ich. Ist es aber wirklich so als Professor Hulk gedacht hier oder ist das irgendwas anderes? Weil der hat ja, Professor Hulk hat ja eine Brille. Ist es vielleicht, haben wir den vielleicht falsch eingeordnet? Aber das ist der. Ich meine, wer soll das denn sonst sein, oder? Trägt der immer eine Brille? Das ist ja auch so kurz und so lange her, dass ich es nicht mehr genau weiß. Ja, ich habe auch bei Endgame habe ich zuletzt gesehen, als er halt ungefähr in dem Zeitfenster, als er rauskam. Ja, genau. Aber welcher Hulk soll es sonst sein? Wüsste ich jetzt echt nicht. Boah, ich wüsste es so spontan leider auch nicht. Okay, gut, mangelnde Vorbereitung. Was ist mit Bruce Banner? Für mich gehört er allein aufgrund der Liebesgeschichte mit Black Widow, gehört er mir nicht in die obersten zwei rein. Oh shit, das verdirbt's, weil Bruce Banner eigentlich auch Legende ist. Ja. Als Person und hat auch insgesamt als Comicfigur halt. Ja, aber guck mal. Wenn ich durchaus cool sage und du Legende, dann können wir uns in der Mitte treffen. Ne? Dann treffen wir uns in der Mitte. Ja, Bruce Banner, geile Sau. Ja. Okay. Ja. Und er ist ein guter Konterpart zu Tony Stark, der immer. Ja, das stimmt allerdings. Da hast du recht, ja. Ja. Wir nehmen als nächstes. Oh. Wie wär's mit Hawkeye? Oh. Schwieriges Ding. Ich weiß ja, dass das MCU in seinen letzten Filmen da versucht hat, dem mehr Dimension zu geben und so weiter, aber ich fand wirklich schon immer, dass Hawkeye langweilig ist. Ja. Auch das mit der Familie und dem Haus und diesem ganzen Anfang von Endgame, ne? Hawkeye gehört für mich wirklich in Mittelmaß. Wenn ich ganz ehrlich oder sogar darunter. Ey, Moment. Echt? Zu Captain Marvel? Nee, da vielleicht nicht so tief, aber Mittelmaß bei mir versinkt. Yeah. Wo denn für dich? Ich würde ihn leider, glaube ich, auch da. Also eins höher. Dafür ist er dann im Gesamten zu langweilig. Ja. Und er verschießt halt. Er kann gut schießen. Ja. Ja. Aber irgendwann hat er keine Pfeile mehr. Also kommt er in Mittelmaß, ne? Ja. Okay.
Wir nehmen als nächstes. Halt, ja, er wirkt halt immer so antiquiert mit seinem. Das stimmt auch. Punkt. Okay, wie wär's denn mit Vision? Vision, wo ist er? Da. Ja. Ist bei mir durch WandaVision sehr weit hochgerückt. Davor hätte ich den wahrscheinlich nicht so hoch gerankt. Ja, aber allein durch WandaVision kommt er bei mir sehr hoch. Bei mir ist er halt eigentlich auch eher Mittelmaß ohne WandaVision. Ja. Ohne WandaVision stimme ich dir sogar zu. Mhm. Aber durch WandaVision ist er bei mir wirklich 2 hoch. Ja, dann setz ihn da hin. Hier nicht wissen darf nicht, also nicht wissen soll bestraft werden, wenn du das kannst du ihn hochsetzen, dass ich. Ach, du hast WandaVision noch nicht komplett durch. Ich habe es ja angefangen, ich muss alle MCU-Serien jetzt mal am Stück gucken. Ja, ja, vor allem, also wie gesagt, wenn man so die letzten 2-3 Folgen von WandaVision nicht gesehen hat, da ist Vision wirklich nochmal 3 Ecken cooler als sonst. Ja, gut, ich habe ja die ersten 2 Folgen gesehen. Da hat er auch schon coole Momente gehabt. Also wenn er da, diesen Fehler quasi und kann nicht mal richtig agieren. Das war schon ganz witzig. Ja. Ja. Wie nehmen wir dann als nächstes? Ja, Wanda, oder? Ja, okay. Gehört für mich in durchaus cool. Ja. Also es ist schon eine interessante Figur. Im MCU fand ich die super lame. Ja. In der Serie deutlich interessanter, aber auch lange nicht so cool wie Vision. Bei mir ist das so ganz subjektiv in der Mitte. Durchaus cool. Würde ich auch in die Mitte einsetzen. Ist halt auch so, wird als so overpowered angesehen. Beziehungsweise immer so, oh, die kann so viel. Und ja, sind auch nicht so meine Lieblingskräfte, was sie da so alles kann und macht. Also, ja. Okay, können wir mal kurz, mir zuliebe, hier, Prinzessin Shuri und, oh Gott, ich krieg die Namen leider nicht zusammen. Die müsste ich wirklich googeln, aus Black Panther, die beiden. Ja. Hier, die aus dieser Garde. Ja. Und das ist ja die Schwester. Ja. Fangen wir mal mit der Prinzessin an. Die würde ich allein deswegen so hochsetzen, weil die Wissenschaft cool macht. Ja, die ist cool, auch als Person und sowas. Ich würde die auch auf jeden Fall ins zweite setzen. Zu wenig Auftritt für Legende. Ja. Deswegen dahin, genau. Ja, auf der anderen Seite, so viel macht die jetzt auch nicht. Also die könnte theoretisch auch hier hin. Aber allein dadurch, dass die Wissenschaft cool macht. Ja, genau. Allein deswegen gehört die für mich dahin. Ja, so. Und die ist lässig drauf. Passt. Und die andere für mich eins drunter. Ja, eins drunter ist ein bisschen zu verbissen. Ja. Ist halt auch was. Ist sie dann, ist sie nicht die Heeresführerin quasi? Ja, bleibt auch so ein bisschen. Also ich habe den Film gesehen, ich kann mich aber nicht mehr so gut an sie erinnern. Also auch was sie da macht, das, was wirklich von Belang ist. Übrigens genau dasselbe hier mit dem hier, dessen Namen ich auch schon nicht mehr weiß, aus Dr. Strange. Dr. Strange. Ja. Der ist ja auch. Benedict Wong heißt der, ne? Ja, das ist ja auch so ein Mentorentyp. Ist halt in der gleichen, ich würde ihn auch als durchaus cool bezeichnen. Er hat, glaube ich, coole Momente gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ist halt auch so in seiner inneren Ruhe ein cooler Typ. Ja, stimme ich zu. Ja. Kommt er hier in die Mitte. Ja. Lustig ist ja auch, dass bei uns die Mitte nicht Mittelmaß ist, ne? Ja, das stimmt. Ja. Wen nehmen wir als nächstes? Jetzt mit Tessa Thompson, Valkyrie. 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 Finde ich persönlich. Ich fand sie relativ langweilig, um ehrlich zu sein. Ja, ich würde sie auch eher als Mittelmaß einsetzen. Also schon Badass, aber ein bisschen zu gewollt Badass. Ja, genau, das war so sehr gezwungen, ja. Mhm. Das stimme ich zu. Und auch cooler Auftritt in Thor 3, aber. Ja, dieses Wandgemälde. Ja, ist so. Ich bin auch nicht wirklich kein Fan von der Figur. Machen wir weiter. Ja. Dr. Strange. Dr. Strange. Böse Zungen behaupten, ein Iron Man Rip-Off. Reicher Typ, arrogant, lernt durch einen Unfall lernen, den Wert des Lebens zu schätzen und dass man anderen helfen sollte. Ja. War aber für mich trotz alledem ein unterhaltsamer Film. Ja, für mich auch. Deswegen würde ich ihn schon. Ich bin auch nicht so der große Magie-Fan beim MCU, aber ist durchaus interessant. Deswegen würde ich ihn vielleicht sogar schon als coole Sau, geile Sau einordnen. Ich bin eher eins drunter, weil durchaus cool, aber geile Sau, damit könnte ich auch leben. Also, weil ich mochte Doctor Strange als Film halt auch. Aber eher eine Tendenz drunter, tatsächlich. Okay, dann lass uns doch einigen darauf. Das wird jetzt vielen wehtun, aber packen wir den einen durchaus cool. Ja. Okay, es fehlen nur noch 6. Komm. Wie heißt mit Ant-Man, ja. Ant-Man and the Wasp. Genau. Die beiden. Ant-Man fand ich eigentlich cool. Irgendwann lutscht sich halt dieser Witz aus. Im Kleinen sieht es so cool aus, so dramatisch. Und wenn es dann groß wird, sieht es so lächerlich aus. Stichwort Spielzeugeisenbahn.
Ja. Hat sie ein bisschen überlebt, aber ich fand auch den zweiten eigentlich ganz cool und auch, dass er halt so mal ein bisschen was anderes ist. Also eher so, ja, so ein Loser-Typ einfach, der es aber irgendwie alle immer richtig machen möchte und so sein Leben langsam auf die Kette kriegt. Fand ich ganz cool. Also ich mag den Darsteller total, Paul Rudd. Mega sympathisch. Auch die Figur ist ja sehr witzig und das mit der Tochter finde ich auch herzallerliebst. Ist jetzt vielleicht nicht die interessanteste und faszinierendste Figur, aber halt wirklich ein unglaublicher Sympathieträger. Für mich schon geiles Sauniveau, um ehrlich zu sein. Ja. Er hat keine Superkräfte, er hat nur einen Anzug, den er nicht mal selber gebaut hat. Also, ja, aber er zelebriert das. Ja. Das ist schon, also für dich eher durchaus cool oder geile Sau oder irgendwas anderes? Er riskiert ja auch viel, ne? Also, also geile Sau. Ja. Okay. Was mit Wasp? Finde ich eigentlich auch ziemlich cool, weil sie halt der Konterpart zu ihm ist. Ja. Auch eher ernst, das Ganze ernst nimmt, mit ein bisschen dramatischem Hintergrund. Aber halt, ich glaube, auch zu wenig Auftritt. Deswegen. Zu wenig Auftritt. Ich finde, sie bleibt so ein bisschen blass. Für mich ist sie Mittelmaß. Ja. Mittelmaß nur? Ich hätte sie ernst drüber gesetzt, tatsächlich. Ganz ehrlich. Für dich? Also, sie macht, finde ich, halt mehr als der Hulkbuster. Ja, das stimmt schon. Und besser als Falcon ist sie auf allemal, abgesehen wenn es Serie ausgenommen. Na gut, also, dann nehmen wir sie in durchaus cool. Also ich hätte sie eher in Mittelmaß eingeordnet, aber egal. Boah, komm, packen wir ihn mal hier zur Seite. Pietro Maximoff. Quicksilver. Vor allem nicht der Quicksilver von X-Men. Ja. Boah, bleibt für mich irgendwie super blass. Für mich also ist er grün. Ist ganz, ganz unten, ganz unten. Bei mir ganz ehrlich auch. Ja. Gut, jetzt könnte man das fast mit WandaVision nochmal aufmachen. Da kommt er theoretisch auch nochmal vor. Aber ich meine, das ist jetzt gerade das Gesicht, das wir da haben. Und den würde ich wirklich da unten hinpacken. Ja. So, wir haben jetzt noch drei Gesichter. Marius. Nick Fury. Fury. Okay. Nick Fury. Okay. Nick Fury. Mal cool, mal zu sehr Samuel L. Jackson. Gut, er wurde halt in den Comics irgendwann ihm nachempfunden, auch von der Optik her. Aber manchmal zu sehr, oh, ich bin so cool und so. Ja, es ist Samuel L. Jackson. Ja, Samuel genau. L. Jackson spielt Samuel L. Jackson. Das findet man entweder geil und die meisten finden es geil oder man ist genervt davon. Ja. Ich meine, er macht seine Sache ja, es gibt ja einen Grund dafür, warum der in jedem zweiten Film mit drin ist. Ja, klar. Wenn auch nur kurz. Was würdest du denn schon Legende sagen, Nick Fury? Ich finde, dafür ist er halt. Er ist ja kein. Ich kann leben mit geile Sau. Ja. Okay. Ich hätte ihn vielleicht sogar schon zur Legende gepackt, aber ich kann auch mit geile Sau leben. Okay, wer ist denn das da rechts? Ich sehe das. So, und das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Wer ist das? Das ist ja nicht Ultron, das ist ja, wer ist das? Ich weiß es nicht. Das ist Dings. Hier. Wer? Female Iron Man, oder nicht? Ich ist halt so verpixelt. Das ist doch, Tony Starks Sekretärin und jetzige Frau. Iron Heart? Nein, wer ist das? Ist es? Wie heißt sie denn? Ist das aus den Iron Man Filmen? Weil, wie gesagt, das ist sehr, sehr lange her, dass ich Iron Man. Sie trägt irgendwann den Anzug, glaube ich, oder? Ja. Wenn ich mich richtig entsinne. Also, Pepper Potts halt, ne? Ja. Also, ich sehe es halt so verpixelt. Für mich ist das ein Iron-Man-Anzug. Ja, das sieht dem auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Ich guck auch mal. Ja, es ist tatsächlich Virginia Pepper Potts, ja. Es ist Rescue, heißt die. Ich glaube, das ist die, ja. Kommt in Iron Man 1 schon vor? Nee. Also, Pepper Potts, ja, aber... Ach so, okay, natürlich. Aber als Dings... schwierig. Finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Ist nicht gerade meine Lieblingsfigur, muss ich ehrlich sagen. Ich fand auch Iron Man 3 nicht so geil. Ja, ich merke wirklich immer mehr, dass ich allein, um das mal zu komplettieren, nochmal alle, also Iron Man 1, 2, 3 einfach nochmal hintereinander gucken sollte, damit da ist zu viel Lücke. Ich glaube, ich sollte dann in dem Zuge auch, ich habe den Hulk-Film gesehen, als er damals rauskam und ich habe einfach so gut wie alles vergessen. Ich muss den auch nochmal gucken. Den hab ich sogar in der Sneak gesehen, Edward Norton Hulk. Ich würde sie halt tatsächlich in die grüne Kategorie stecken. In langweilig? Ja. Hat sie denn.
Oh, nachher haben wir vergessen, dass sie in Endgame eigentlich auch noch eine Rolle gespielt hat. Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Aber ich kann mich halt auch nicht mehr so dran erinnern. Das ist gar nicht so lang her. Ja, machen wir Mittelmaß. Bei Pepperpot ist eigentlich schon ganz cool. Ja. So, jetzt kommen wir zum schwierigen Fall. Kommen wir zu einem provokanten, diskutablen Fall, nämlich der Tom Holland Spider-Man. Spider-Man an sich ist, würde ich sagen, mein Lieblingsheld. Mhm. Auch wegen der 90s-Zeichentrickserie und der 60er-Zeichentrickserie. Spider-Man an sich gehört ohne Zweifel in Legende, ohne Frage, ja. Tom Holland. Wir haben ja gestern noch mal drüber gesprochen, kurz, ne, über den letzten. Far From Home. Ja. Da habe ich ja schon gesagt, ich kam mir ein bisschen alt vor, weil, weiß nicht, zu teenagerhaft alles ein bisschen. Und der Tom Holland ist mir, ich mag Tom Holland, der ist auch cool, aber sein Spider-Man ist mir so, ja, ich habe auch einen Anzug von Tony Stark bekommen und es ist Iron Man klein mit ein bisschen Spinding und es ist nicht mehr, ich sitze in meiner Garage in meinem Zimmer und bastel mir den ganzen Shit alleine. Ey, du sprichst da etwas an, was mich so richtig an diesem Spider-Man stört, nämlich, dass für mich Spider-Man ein Junge aus Queens ist das, ne? Aus Queens ist, mit der aus armem Elternhaus kommt, beziehungsweise also Tante und Onkelhaus, Tantenhaus. und dass der nix hat und sich das irgendwie in seinem Zimmerchen zusammenbastelt. Hier ist das so ein Rich Kid, der nach Europa reist, von Iron Man eine milliardenschwere Brille bekommt und den Anzug und so, dem alles quasi so in die Wiege gelegt wird, also so auf dem Goldtablett dargereicht wird. Und dafür kann Tom Holland nix und dafür kann, ich find's so ein bisschen, das ist ja auch okay, es ist halt einfach ein neuer Spider-Man, eine andere Art Spider-Man zu verstehen. Es ist halt nicht so ganz meins. Und da diese Liste ja subjektiv ist, gehört allein dieser Spider-Man für mich nicht in Legende. Leider nein. Ich finde die Filme ja auch sogar okay, also sowohl Homecoming als auch Far From Home und seinen Auftritt in Civil War. Ich finde das alles schon in Ordnung, das ist überhaupt nicht verkehrt und das macht Spaß und Far From Home ist ja auch sehr unterhaltsam vor allem. Sind für mich aber irgendwo in der Mitte, im Mittelfeld der MCU-Filme. Ja, jetzt bewertet man die ganze. Wie viele Jahre sind das schon? Sind wir jetzt schon bei über 60 Jahre Spider-Man? Ich glaube, nächstes Jahr. Das ist halt die Frage. Also, es geht ja, also wenn wir jetzt wirklich über Spider-Man komplett urteilen würden, dann würde er natürlich in Legende gehören, ohne Zweifel. Ja. Aber lass mal nur über den MCU Tom Holland Spider-Man reden. Dann ist der allerhöchstens in der orangen Kategorie. Für mich ist er hier durchaus echt cool. Krass, durchaus cool. Ja, pack ihn dahin. Ja, kannst du damit leben? Ja, schon. Okay, jetzt haben wir noch mal Zeit, hier vielleicht irgendwas abzuändern. Aber ich finde es krass, dass hier oben Loki und Captain America alleine sind. Das wirkt so ein bisschen falsch. Ja. Ich würde vielleicht noch mal fragen, ob wir vielleicht Iron Man doch noch mal hochpacken. Aber auf der anderen Seite stimme ich dir auch zu mit Tony Stark. Und Iron Man 2 und 3. Ja, okay. Gehört irgendjemand da hoch? Nee. Nee, nicht im MCU. Würde ich nicht übers Herz bringen, da irgendjemanden hochzupacken auf eine Stufe mit Loki und Captain America. Das ist aber auch verrückt, dass die beiden da ganz oben sind. Vor allem Captain America, der Leute werden ja zurechtschreiben, so, was, die langweilige Figur packt ihr da oben hin? Aber es ist super subjektiv, das ist es halt. Ja. War für mich die Überraschung, dass der Typ mir besser gefällt als viele andere Helden, die ich vorher ziemlich gut fand. Ja. Wir machen mal ein Fragezeichen hier hinter diesen Hulk und diese und Pepper Potts Rescue. Ja. Da sind wir beide scheinbar, das ist einfach, aber vielleicht auch bezeichnend, dass wir das einfach nicht mehr hinbekommen. Ja. Hier kann ich aber mit leben. Hiermit kann ich mit allem leben. Dr. Strange ist halt, ich glaube, einer der wenigen. Ja, wohl. Was denn? Ja. Ich habe überlegt, ob das sich tatsächlich so ein bisschen aufteilt in Hauptdarsteller und eher so Nebencharaktere. Aber nee, im durchaus cool sind einige Hauptdarsteller. Ja, definitiv. Ja, Black Widow voran. Doctor Strange. Spider-Man. Also, Spider-Man, klar. Eben. Ja. Und oben bei Geile Sau ist ja auch eine Gamora oder ein Winter Soldier. Ja, oder hier die Prinzessin, ich vergesse immer ihren Namen, Shuri, ne? Shuri oder so. Mhm. Und bei Mittelmaß. Nebendarsteller.
Ja, aber du hast schon recht, dass ganz unten keine Hauptfigur mehr ist, außer Captain Marvel. Aber Captain Marvel finde ich wirklich, wirklich auch den Film ganz, ganz, ganz langweilig, so leid es mir tut. Und das ist noch nicht mal, es gab ja da so eine Sexismusdebatte, als der Film rauskam, um Worte, die Brie Larson gesagt hat. Das hat nichts damit zu tun, um Himmels Willen. Ich finde diese Figur einfach so wahnsinnig langweilig. Mhm. Ja. Ja. Und ich kann damit leben so. Oh, erinnere dich an diesen bescheuerten Auftritt in Endgame. Da ist der Kampf am Start und dann auf einmal richtet sich so, ich glaube, so Thanos blickt so nach oben und denkt so, was kommt jetzt? Ich so, Galactus, komm schon, komm schon. Und es ist Captain Marvel. Ja, absolut. Lame. Oh, ich kann es nicht speichern. Macht euch einen Screenshot davon. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr uns komplett widersprecht. Also ich finde es, wie gesagt, verrückt, dass Loki und Captain America, ich hätte gedacht, Iron Man ist oben, vielleicht noch Thor oder so und sonst niemand. Tja, so kann es laufen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob wir öfter von Tier zu Tier spielen sollen. Mir hat's Spaß gemacht. Wollen wir gleich noch eine Folge drehen, Marius? Ja, können wir machen. Ja. Checkt auf jeden Fall noch die anderen Videos auf Schattenwolf aus und checkt unser neues Format. Verlinken wir euch hier. Macht's gut. Tschüss. Ciao.